Michael, Saalbach lief sie nicht so toll. Wie sieht es heute aus? Ja, es läuft immer noch nicht toll. Es ist, ich habe 28.000, 30.000 sind wir gestartet, also alles andere als erfolgreich bis jetzt. Und dann macht mir ehrlich gesagt die Luft ein bisschen zu schaffen. Der Sauerstoffpegel ist so niedrig in dem Raum und keine Lüftungsmöglichkeiten vorhanden. Und dann denkst du wirklich, du kriegst so richtig ein. Irgendwas Spektakuläres passiert in der Zwischenzeit, oder? Überhaupt nichts. Auf unserem Tisch ja gar nicht. Am Nachbartisch, da fetzen sie sich, aber an unserem Tisch, da keiner hat über 40.000. Also. Wie ist dein Tisch? Ja, der ist, wie gesagt, so ein bisschen tight. Du kannst auch mal was machen, aber es passiert halt nichts da drauf hin. Ja. Und ist eigentlich nicht so viel los. Ja. Wen hast du noch am Tisch? Oh, wen habe ich am Tisch? Von bekannten Leuten? Niemand. Niemanden? Wenn du am Tisch sitzt, gibt es sowas wie Ehrfurcht, wenn du einen Move machst, oder ist das eigentlich scheißegal, wenn dich eh keiner kennt von den Ausländern? Im Gegenteil, also wenn ich ein normales Standard-Race anbringe, 5 Corner. Mhm. Ja, und dann kannst du dich schon mal nicht mehr bewegen, weil ich mache zu viel bewegen. Ja. Und irgendwie scheinen die Leute was zu riechen, ja. Ich habe dann einmal habe ich ein kleines Set gefloppt, Bottom-Set gefloppt, ja. Und in die 5 Corner rein, so eine richtig ängstliche Bett gemacht, ja. Komm. Einmal. Es wird schon, dein Ziel ist, Tag 1 überleben und dann noch 2 überleben, oder? Ich denke, das ist das Ziel von allen Leuten, die hier mitspielen. Naja, aber du bist ja bekannterweise der Tag 2 ist. Tag 1 überleben und dann 2, schauen wir mal. Also diesmal ist Tag 2 überleben und dann weiterschauen. Nee, ich will es mal ein bisschen anders fassen. Mein Ziel ist es heute, mit mindestens 60.000 Chips Tag 1 zu überleben. Das ist ein Vorsatz. Ich danke dir.